Willkommen zur Autobahn Verbrauchsfolk mit dem Opel Combo E-Life, das Ganze vom Autohaus Skiline in Neumarkt. Die Länge liegt bei 4403 mm, Breite 2107 und die Höhe liegt bei 1841 mm. Wir haben Frontantrieb, Maximalleistung kW 100 und das Drehmoment liegt bei 260 Newtonmeter maximal. Batteriekapazität brutto 50, netto 45 kWh. Die Reichweite nach WLTP liegt bei 285 km. Höchstgeschwindigkeit gibt Opel 135 km/h an. Die Beschleunigung von 0 auf 100 liegt bei 11,7 Sekunden. Leergewicht inklusive Fahrer 1664 Kilo, das Gesamtgewicht liegt bei 2290 Kilo und Zuladung haben wir somit 626 Kilogramm. Stützlast 50 Kilo, die Dachlast liegt bei 100 Kilo und Anhängerlast gebremst und ungebremst je 750 Kilogramm. Stromverbrauch ist hier angegeben mit 19,3 nach WLTP kombiniert, dreiphasig 11 kW können wir rund 5 Stunden mitrechnen und an öffentlichen mit 100 kW rund 32 Minuten. Der Preis beginnt ab 43.050 Euro und bei der Lieferzeit sind wir circa bei einem Jahr. Ja, jetzt fliegen wir einmal um das Fahrzeug rum, in den Aufnahmen die komplette Fahrt. Am Schluss gibt es eine Benotung und ihr wisst ja, es wird spannend und gut. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but... Leichter Einstieg in den Opel, Strom- und Bremspedal, etwas weiche Sitze, wenig Seitenhalt, die Armlehnen einzeln nach oben verstellen, sehr gut. Und Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer unten links. Höhenverstellung der Sitze nicht elektrisch, jeweils Fensterheber und Außenspiegel elektrisch. Drei Wasserflaschen in den Türen passen seitlich rein, sehr gut. Klar ablesbares Display und ein Schwenk nach rechts. Ja, diverse Schalter am Lenkrad. Und das Lenkrad lässt sich in alle Richtungen verstellen, vorbildlich. Ja, und die Fronthaube lässt sich links öffnen. Hier nochmal Stauraum für den Fahrer. Passt enorm viel rein. Linker Wahrhebel und der rechte Wahrhebel. Ja, Innenraumbeleuchtung und links vom Lenkrad. Start, Stopp und Feststellbremse und Drive Mode und die Parkposition kann man hier gut einstellen. Klar ablesbares Display in der Navigation. Hier nochmal von hinten. Oberhalb Fahrer, Beifahrer nochmal extra Stauraum. Ja, die Lüftungsklappen und die Klimatisierung, Mittelkonsole, enorm viel Platz im geschlossenen, jetzt im offenen Zustand. 12 Volt Anschluss ist gegeben. Ja, dann Panoramadach jetzt offen und hier mit einer Jalousie elektrisch vorbildlich, gerade wenn es hell und warm wird, ist diese Jalousie klasse. Ja, dann haben wir oben hier extra einen Spiegel nochmal für die Passagiere nach hinten, leichter Einstieg. Und die Boxen an der Seite, auch elektrisch natürlich, Beifahrer, das Fensterheber, Handschuhfach enorm groß, passt viel rein und die Sitze lassen sich nur manuell verstellen. Hinten zwei Tische für die Passagiere, dann Sonnenschutz ist gegeben.
Ja, ihr könnt auch hier die Lüftung nochmal einstellen extra für euren Laptop und euer Handy, habt ihr nochmal Stromversorgung. Nochmal ein extra Fach Beifahrerseite, also super Sache. Hier nochmal ein Schwenken nach zum Beifahrer. Ja, Unterkofferraum 1,85, ich passe drunter, kein Problem. Ja, und fast ebenerdig, also klasse hier, kriegt er enorm viel rein, Stauraum ist gegeben. Könnt auch einzeln klappen, die Sitze. Ja, und hier, also der Kofferraum ist vorbildlich. Die Hutablage kann man dann auch nochmal nach vorne klappen. Oberhalb habt ihr dann auch nochmal einen Stauraum hier im Kofferraum. Klasse Sache. 12 Volt Anschluss rechts ist gegeben. Nochmal Stauraum dann. Also da könnt ihr echt viel einpacken. Hier ist die Türgriff für die Türen jeweils rechts, links. Und also für enge Garagen eine Top-Sache. Hier nochmal Blick nach vorne, wie ihr das nach außen geht. Dann haben wir den rechte Seite Motorraum, linke Seite Motorraum und der komplette Motorraum hier nochmal. Leider keine Lamellenklappen. Das muss mittlerweile Standard sein, gerade bei Elektroautos. Ja, und hier dann der Lademöglichkeit geschlossen. Dann jetzt hier CCS und Typ 2. Wir haben 17 Zoll Michelin. Das Ganze hier auf 2555R17. Ja, dritte Bremsleuchte, Außenspiegel rechts, links. Ja, die oben können einiges befestigen. Und das Ganze vom Autohaus Skiline Combo. Ja, und die Antenne marderfreundlich. Die Wetterbedingungen 11 km/h Südostwind, 1024 Ember, 70% Luftfeuchtigkeit, es war trocken, im Fahrzeug hat 18 Grad angezeigt und die App zeigt 16 Grad an. 3,0 bar auf allen vier Rädern, Lüftung auf 3, Innenraum 20 Grad, Klima aus, Drive Mode normal, Rekuperationsstufe nicht auf B, sondern auf normal, das machen wir mit alle Fahrzeuge. So, und jetzt gehen wir rein in die Fahrt. Ich zeige euch die komplette Fahrt jetzt mal hier. Schätzwert 264 Kilometer, es hängt natürlich immer von der Fahrt vorher ab, Temperaturen allgemein. Opel gibt jetzt 264 Kilometer Schätzwert an. Schauen wir mal, wie weit das Fahrzeug heute kommt. Anzeigen tut er auch 100%, jeweils ganz links. Das ist gut. Er hat dann noch, wie man es vom Verbrenner kennt, eine typische Skala von 1 wäre 100% und 0 wäre leer. Wäre natürlich sehr ungenügend, deswegen gerade die Prozente sehr wichtig. Die wandern von rechts nach links unten und dann kann man es ganz gut vergleichen. 129,7 müssen wir messen per GPS, um die 130 jeweils zu erreichen und 131 muss ich fahren. Somit haben wir eine Abweichung von 1 km/h. Ich habe schon Fahrzeuge gehabt, die zwischen 3 und 5 km/h sind. Somit ist der Opel im sehr guten Bereich. Das Fahrzeug hat bereits 828 Kilometer absolviert. Ja, wir gehen rein, wieder die dB-Messung, 1 Meter über der Mittelkonsole. Wir messen 30 Sekunden, dasselbe Telefon, selbe App und wir nehmen den Mittelwert. Am Schluss zeigen wir euch das in der Tabelle, wo das Fahrzeug aktuell steht. Ist es laut oder leise? Meine persönliche Meinung zählt hier nicht, sondern das muss immer gemessen werden und somit ist es immer gut vergleichbar. Ja, 62,5, so wie es ausschaut. Platz 12, Opel Combo eLife, 62,5 dB, 130 km/h per GPS gemessen, ein mittlerer Wert für den Opel. Den Trip 1 haben wir natürlich zurückgestellt, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch und die Reichweite, die wir bereits gefahren sind. Hier liegen wir bei 17 Kilometer bereits absolviert, Durchschnittsgeschwindigkeit 83-84 km/h, Durchschnittsverbrauch ist 25 Kilowattstunden, jetzt 24. Müssen wir natürlich ein bisschen vergleichen mit dem Opel Corsa E, dann haben wir den Peugeot 208, den 2008, die haben ja alle denselben Akku, da können wir es ganz gut vergleichen. Ich werde am Schluss das wieder benoten. Ihr wisst, Reichweite, Verbrauch und die Ladeleistung spielen mit rein, also nicht, ob der Spiegel rot ist oder gelb oder die Antenne groß oder klein ist, nein, das sollen andere bewerten, sondern hier geht es um die für mich drei wichtigsten Faktoren und die werden am Schluss bewertet. Da gibt es eine Schulnote von 1 bis 6 und wir werden es zeitgemäß auch werten, also ein Fahrzeug, was durchaus vor einem Jahr eine andere Note hatte, würde jetzt schlechter abschneiden, weil die Ladeleistungen einfach höher gegangen sind mit der Zeit. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, die haben einfach jetzt drauf gesattelt und deswegen müssen wir die mit dem aktuellen Wert jetzt hier von dem Opel Combo dann auch vergleichen. Ja, was haben wir noch? Die Lichtautomatik habe ich nicht verwendet, vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Ich nehme es deswegen nicht, weil der Gegenverkehr, gerade LKWs, die etwas höher sitzen, werden sehr oft geblendet, die blenden dann zurück. Auch bei der 1000 Kilometer Challenge nehme ich das sehr, sehr selten.
Und wenn wirklich nichts los ist, dann okay. Aber so gerade jetzt um die Zeit, wenn es jetzt wieder früher dunkel wird, 17, 18 Uhr, würde ich die Lichtautomatik auf der Autobahn nicht verwenden, weil die permanent an- und ausgeht. Und deswegen fahre ich hier mit normalem Blendlicht. Ja, 69% haben wir bereits, ist noch im Akku drin. Das sieht man auch links dann an der Skala. Wir fahren mit 108 km/h aktuell, Durchschnitt 105, sind einige Baustellen drin. Das erschwert mir die Sache durchaus jetzt etwas. Aber muss man sehen, wie ich am Schluss hinkomme. Verbrauch 24,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und 66 Kilometer haben wir bereits absolviert. Ja, die Strecke ist ja immer gleich. Dadurch ist es für mich immer vergleichbar. Man muss natürlich auch einmal die Temperatur angeben und auch die Windverhältnisse. Beim Reifendruck bleiben wir uns ja wirklich treu, dass wir da auch keinen Vor- oder Nachteil haben. Und dann schauen wir mal, wo jetzt hier der Opel Combo E jetzt hier mit Elektro denn am Schluss rauskommt, wie die Reichweite ist. Es ist ja jetzt kein aerodynamisches Wunder, das Fahrzeug, muss man mal ehrlich sagen. Er ist relativ groß vorne, hat auch keinen relativ guten CW-Wert, ist klar. Ich meine, das ist ein Familienvan, der soll die Kinder reinpacken, der soll Koffer reinpacken für eine kurze Urlaubsfahrt und dafür ist er geeignet, am Strand fahren oder was weiß ich. Irgendwie im Wochenend zur Oma fahren, hinten alles vollpacken. Dafür ist das Auto super geeignet. Auch behindertengerecht könnte man es umbauen. Ich sehe es auch als Taxi sehr stark, wenn man die Ladesäulen am Taxistand hat. Also da sehe ich schon die Berechtigung dieser Vans. Ansonsten müssen wir jetzt mal schauen, wie der Verbrauch ist. Pendelt sich bei 23,6 Kilowattstunden hier ein. Schätzwert geht jetzt auch runter, 100 Kilometer nur noch und der Akkustand 52%. Mittlerweile sind wir dann auch gewendet, fahren dann wieder Richtung Neumarkt zurück. Und ich werde mal sehen, wie weit ich mich heute runterfahren traue. Jetzt haben wir 50% Akkustand erreicht. Ihr wisst, ich gehe dann auch gerne immer noch auf die Assistenzsysteme drauf ein. Im Verbrauchsvideo habe ich es kurz angeschnitten. Er zeigt euch unten rechts dann auch immer an, wenn vor euch einer vielleicht bremsen würde. Er zeigt euch an, oh, Vordermann. Kollision möglich, passt auf, das zeigt euch an, er bremst nicht selbstständig ab und Spurhalteassistent hat er nicht klassisch, das heißt, ihr alle 20 Sekunden das Lenkrad betätigen, dass er euch selbstständig fährt. Teilautonomes Fahren hat er nicht. Er hat Spurassistent, wenn ihr links oder rechts auf den Fahrstreifen überqueren würdet, würde er euch zum einen optisch im Display das anzeigen, akustisch selbstverständlich auch, dass da ein Problem gibt, passt bitte auf, bleibt aufmerksam. Und in der Mitte der Straßenhälfte. Also das passt soweit. 40% Akkustand. Dann haben wir Tempomat. Das ist super gemacht. 1 auf 5 oder 10er Schritte. Ist ein schön weicher Gummiding. So ein Schalter, den man nach oben und unten betätigen kann. Vorbildlich finde ich klasse. Schön am Lenkrad. Also das ist bei Opel super gemacht. 131 km/h bewege ich jetzt das Fahrzeug. Der Durchschnittsverbrauch pendelt sich irgendwo bei 24,3 Kilowattstunden jetzt ein. Schätzwert geht jetzt auch weiter runter, 50 Kilometer nur noch. Und ihr seht schon, ich versuche eher im Eco-Bereich zu bleiben. Wenn es bergab geht, durchaus mal etwas die Geschwindigkeit erhöhen. Bergauf kann man es ja dann wieder reduzieren. Und das war halt in dem optimalen rechten Bereich, sieht man das dann auch nochmal, bleibt 24%. Schauen wir mal, wie weit es runter geht. Sitze sind sehr bequem, es ist mir aufgefallen, also das ist echt gut gemacht. Sehr variabel die Sitze auch, ihr könnt jeden Sitz einzeln umklappen hinten und auch mit den zwei Schiebetüren rechts und links, also toll gemacht. Großer Kofferraumdeckel, der dann aufgeht, nach oben schwenkt, hinten schön die Koffer, flach auch die Ladekante, also wunderbar und verdammt viele Stauraummöglichkeiten für die Familie. Also teilweise auch versteckt, die muss ich dann erstmal suchen. Habt ihr am Anfang des Videos ja dann auch gesehen. So, jetzt geht es langsam zum Ende hin. 13%, er geht jetzt schon im roten Bereich unten links. Seht ihr das an der Batterie? 12%. Jetzt moderieren wir es mal runter. Schätzwert haben wir noch 14 Kilometer und 11% zeigt er mir hier noch an. Ich bin diesmal nicht ganz hingekommen. Ich konnte aber auch nicht mehr Richtung Oberelsbach fahren. Somit bin ich ein, zwei Mal eine kurze Strecke noch gefahren und dann halt ziemlich weit unten anzukommen. Jetzt schauen wir uns jetzt mal hier an. 7%, 4 Kilometer Schätzwert noch. Durchschnitt 105, das sind wir nicht ganz so schnell wie das letzte Mal. Also die 110 konnte ich nicht schaffen mit den Baustellen. Muss man das nächste Mal ein bisschen schneller fahren. Das macht nichts, aber das will man dem Fahrzeug dann am Schluss dann auch nochmal gegenrechnen.
So, 5%. Ja, jetzt wird es langsam spannend. Der Akku ist ziemlich neu, also dann kann man das noch machen. Er lässt mich auch hier sehr weit runterfahren. 2 Kilometer Schätzwert. 4% weiter, 3%, 990 Kilometer haben wir bereits absolviert. 2% und mit der Schildkröte fahren wir rein. Endergebnis für den Opel. Und zwar schaffte er eine Reichweite von 179 Kilometer. Der Akku war zu 100% befüllt. Wir sind angekommen, Schildkröte 1%. Also gehen wir davon aus, dass nicht mehr viel im Akku war. Der Verbrauch liegt bei 24,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Durchaus ein erhöhter Wert, da wir ja nur mit 110 km/h im Durchschnitt angekommen sind. Das spricht natürlich dann dafür, wenn wir noch schneller gefahren wären. In der Regel komme ich mit 110 an. 110 km/h wäre der Verbrauch noch etwas höher gewesen. Das muss man natürlich mit in die Wertung reinnehmen. Ja, und ich habe jetzt alle Daten mal durchgerechnet und es sind ja mehrere Punkte, die bei mir reinzählen. Und ich komme dann, wenn ich alles werte, ich muss das natürlich immer vergleichen mit dem Peugeot 208, der natürlich etwas kleiner ist, auch Elektroantrieb, hat hier 20 Kilometer mehr geschafft, knapp 200 Kilometer damals der Peugeot. Außentemperatur waren wir ja bei 16 Grad, sind wir jetzt hier angekommen mit dem Opel. Auch der Verbrauch lag bei 2,5 Kilowattstunden höher wie beim Peugeot 208. Das müssen wir natürlich durchaus mit reinwerten und dann komme ich auf ein Ergebnis. Unterm Strich mit einer 3-. Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung spielt er mit rein. Das wisst ihr. Bei der Ladeleistung, gehen wir es mal kurz durch, sind wir noch in einem Zweierbereich. Beim Verbrauch, nee, da bin ich bei einer 4. Und Reichweite, ja, das kratzt so zwischen 3 und 4. Wenn ich alles zusammenwerte, komme ich auf eine 3-. Ja, ich denke, er muss draufpacken, also die Akkugrößen für die Vans sind zu klein. Da müsste man eigentlich 77, 75, 80 Kilowattstunden müssten die Fahrzeuge haben. Aber 50 Kilowattstunden, 45 nutzbar ist für einen Van auf der Autobahn, hoher Aufbau, einfach zu wenig. Das sieht man auch in dem Resultat und deswegen kommt er nur auf eine 3-. Also er ist nur befriedigend bis ausreichend auf der Autobahn. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn irgendwas vergessen habt, könnt ihr unten gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten, ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal fleißig. Und ja, ein Video habe ich noch, Vollstrom auf der Autobahn. Coole Sache, hat es am Schluss wieder eine böse Überraschung gegeben. Aber ja, mehr dann im nächsten Video. Dann Federungskomfort mit 4 Fahrzeugen. Nächste Woche habe ich viel zum Schneiden, also ist immer was los auf dem Kanal. Also ich wünsche euch noch einen letzten paar Stunden am Sonntag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Euer Andreas. Ciao, ciao.